Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Karos Fummelei. Ich zeige dir heute, wie du einen Knopf mit zwei Löchern an ein gestricktes Teil annähen kannst. Ich habe hier dieses kleine Knöpfchen ausgewählt für ein Babykleid für meine Nichte. Die Anleitung für das Kleid bekommst du übrigens auf meinem Blog als kostenpflichtige Anleitung, wenn dich das interessiert. Ich zeige hier einmal nochmal ein Bild von dem Kleid. Dann geh am besten einfach auf karosfummelei.de oder guck mal unten in der Videobeschreibung, da verlinke ich das. Jetzt geht's aber los. Wir wollen den Knopf jetzt hier dran nähen. Ich habe hier drei Knopflöcher gearbeitet, habe mich aber dann dafür entschieden, doch nur einen Knopf dran zu nähen, weil das völlig ausreicht. Das ist hier die Rückseite von dem Kleidchen. Der Knopf kommt also hier auf die Seite und auf der anderen Seite habe ich hier das Knopfloch gestrickt. Was ich jetzt brauche, um den Knopf anzunähen, ist einfach nur ein Faden, den habe ich hier schon dran, das ist mein Endfaden, das ist meistens, wenn man so eine Knopfleiste gestrickt hat, so, dass man dann da irgendwo noch einen Endfaden dran hat, das ist ganz praktisch. Wenn ihr jetzt einen neuen Faden habt, dann müsstet ihr den da halt irgendwie neu ansetzen, also ein Stückchen vom Knäuel abschneiden und dann damit vernähen. Dann brauchen wir noch eine Vernähnadel, die hat eine etwas abgerundete Spitze, die ist nicht so ganz super spitz, das geht dann immer ganz gut. Wichtig ist, dass die Nadel, also das Nadelöhr hier oben durch den Knopf durchpasst, also dass man das hier einmal so durchziehen kann. Das geht jetzt hier bei mir gerade so, nehmt lieber eine Nadel, die ein bisschen dünner ist, das geht dann besser. Und dann brauchen wir noch eine Schere und das war's auch schon, dann geht's los. Als allererstes fädeln wir den Faden einmal auf die Nadel. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier den Luxus, dass das hier schon dran ist. Oft hat man bei so einer Knopflochleiste hier so ein kraus rechts gestricktes Stück. Ich gehe meistens erstmal einmal auf die Rückseite. Der Knopf soll ja jetzt ziemlich weit hier vorne, also gleich oben hin. Das Knopfloch ist ja hier gleich in der vierten, fünften Reihe. Und auf der anderen Seite soll das dann halt auf dieselbe Höhe. Also auch ungefähr dahin. Ich mache das so, dass die Löcher von dem Knopf dann von der Höhe her genau da sind auf dem Gegenstück, wo hier auch das Loch ist. Dann wird es auf jeden Fall immer ganz gerade. Also hier haben wir die Anschlagkante, dann kommt hier einmal so eine Rippe und im Prinzip direkt auf der zweiten Rippe muss dann der Knopf hin. Also Anschlagkante, erste Rippe, zweite Rippe, also auf diese zweite Rippe, da müssen dann die Löcher dahin. Ich gehe meistens erstmal mit dem Faden auf der anderen Seite hier so ein bisschen durch, damit der auch vernäht ist. Ich mache das echt immer so ein bisschen unprofessionell, einfach querbeet und nicht so, dass das dann nachher super hübsch ist, aber es soll ja halten. Also mir ist es dann immer wichtiger, das hält auch wirklich, als dass es jetzt total toll aussieht. Ich gehe tatsächlich, bevor ich den Knopf da annähe, ganz gern einfach immer erstmal schräg so ein bisschen ein paar Mal da durch. Einfach damit das ein bisschen mehr Festigkeit noch kriegt. Man kann auch ein kleines Stück Stoff oder ein Band oder sowas da hinten gegen nähen. Das geht genauso gut. Aber ich webe hier einfach immer so ein bisschen durch. Ein paar Mal hin und her. Damit das nachher auch ordentlich hält. Und nicht so ausleiert. Das ist immer so ein bisschen doof. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt ist das schon ein bisschen fester. Das fühlt man dann auch. Das reicht auch völlig aus. Und jetzt gehe ich einfach mit meiner Nadel dahin, wo ich den Knopf hinhaben will. Wir haben gerade gesagt, zweite Rippe, da muss es hin. Also da ungefähr muss der Knopf hin. Dann gehe ich da jetzt einfach einmal durch. Suche mir die schöne Seite vom Knopf aus, sofern er die hat, dass die auch auf der richtigen Seite ist. So, dann gehe ich einmal da durch. Dann gehe ich einmal nochmal hier durch. Und dann gucke ich, wo will ich den Knopf jetzt hinhaben. Da wollte ich den hinhaben. Und Geh mit der Nadel jetzt hier ein kleines Stückchen weiter auseinander. Einfach eine Rippe, also eine Masche übersprungen. Da nochmal rein. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie groß ist euer Knopf und so. Das müsst ihr dann schauen, dass das so passt. Und zack. So. Das ist ja schon mal super. Dann gehe ich jetzt hier noch einmal so ein bisschen durch, damit das schon mal hält. Das kann ruhig ein bisschen angezogen werden. In der Regel lockert sich das eher, als dass es fester wird. Also ruhig ein bisschen anziehen. Nicht zu doll, aber so ein bisschen. So, man könnte da jetzt nochmal durchgehen. Bei so einem Kinderkleid, ja, da ist ja nun nicht so viel drauf, dass das so beansprucht wird.
Also reicht mir das, wenn ich das einmal mache. Und dann gehe ich hier nochmal einmal von unten an der Stelle, wo die Löcher da sind, durch und gehe jetzt aber nicht nochmal durch die Löcher, sondern ich wickel jetzt meinen Faden einmal um den Knopf rum. Nochmal, ich komme hier von hier unten und ich wickel den Faden einmal hier rum. Das mache ich, damit das, was ich da jetzt durchgenäht habe, so ein bisschen zusammengehalten wird und auch ein bisschen geschützt wird. Man kann jetzt auch nochmal rumgehen, dann sieht man schon, da in der Mitte ist der Faden drum geleitet. Dann ziehe ich das richtig fest an, damit das auf jeden Fall hält. Und dann sehe ich schon, das kriegt so ein bisschen Abstand jetzt von dem Gestrickten. Das ist nachher ganz gut, weil der Knopf dann ein bisschen schöner sitzt und man ihn besser benutzen kann, als wenn der so ganz eng fest am Gestrickten dran sitzt. Und dann gehe ich wieder nach hinten, nochmal schön festziehen. Und jetzt vernähe ich halt hier einfach meinen Faden, wo ich auch ein bisschen fester, damit das dann hält. Ich habe jetzt hier Baumwolle, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht so doll ausleiern wird. Aber vor allem, wenn ihr mit elastischem Garn strickt oder gestrickt habt, dann würde ich darauf achten, dass das ordentlich fest ist. Wie gesagt, das muss hier bei mir immer auf der Rückseite nicht unbedingt einen Schönheitswettbewerb gewinnen. Hauptsache, das hält nachher. Ich gehe da einfach ein paar Mal jetzt noch durch. Dann ist das auch schön fest an der Stelle. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Knopf da ausleiert oder dass das irgendwie doll ausleiert, ist relativ gering. So. Das reicht mir eigentlich schon. Da brauche ich auch nichts verknoten oder so. Dann schneide ich das einfach ab. Zack. Und fertig. Jetzt kann ich nämlich den Knopf hier durchführen, durch mein Knopfloch. Das leiert in der Regel auch immer noch ein bisschen aus. Also wenn ihr vorher testet, ob der Knopf passt, dann nehmt auf jeden Fall lieber einen, der ein bisschen zu groß ist, als einen, der einen Ticken zu klein ist. So, und mir reicht das jetzt so. Ich werde da nicht mehr Knöpfe dran machen, auch wenn ich die Löcher da jetzt gestrickt habe. Aber das ist die Rückseite nachher und dann hat man da immer nur zu kämpfen bei dem Kind. Deshalb bleibt da ein Knopf dran, das reicht aus. So, und das war auch schon alles. Bei 4 Knopflöchern macht man das im Grunde genauso. Da könnt ihr dann entweder zweimal so rüber, also parallel quasi, 2 parallele Linien bilden, oder ihr könnt so ein X machen mit den 4 Löchern, die man dann da so hat. Aber ansonsten ist es genau dasselbe. Für mich ist immer das Wichtige, dass man noch einmal den Faden um die anderen Fäden da rumwickelt. So habe ich das von meiner Oma gelernt und so mache ich das auch immer. Das ist auch schon die ganze Kunst. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ihr habt was dabei gelernt. Falls ihr Interesse an weiteren Tutorials und Videos habt, dann klickt gerne unten einmal auf Abonnieren und auf das Glöckchen. Dann verpasst ihr keine anderen Tutorials. Und schaut euch auch gerne meine Tutorials an, die bis jetzt schon da sind. Die verlinke ich euch hier auch mal. Und ja, dann viel Spaß beim Knöpfe annähen. Und ich hoffe, dass die Knöpfe dann sehr lange halten. Und wünsche euch viel Spaß beim Verschenken, beim Tragen, wie auch immer. Bis dann. Bye, bye.